Freitagabend, knapp vor 19.30 Uhr, heute im Gurgeltalstadion SC Sparkasse FMZ Imst gegen den SV Völs. Ein herzliches Grüß Gott heute hier. Ja, es wird ein interessantes Spiel. Beide Mannschaften einen tollen Start in die Saison. Beide 10 Punkte. Imst Vierter mit einem geschossenen Tor mehr. Völs der Aufsteiger aus der Landesliga West. Fünfter Platz. Also dementsprechend erhoffen wir uns ein flottes und spannendes Spiel. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Minuten gespielt, ein flottes Spiel, aber die Torchancen sind auf beiden Seiten noch Mangelware. Dementsprechend immer noch torlos unentschieden. Die erste Halbzeit im Spiel des SC Sparkasse FMZ Imst gegen den SV Völs endet torlos mit 0:0. Ja, die zweite Halbzeit, sie begann wie die erste, endete beide Mannschaften bemüht, aber nicht wirklich von Erfolg gekrönt. In der 65. eine Tausender-Chance für den SV Völs, aber Luca Nota Francesco bewahrt uns vor einem Rückstand. In Minute 60 bereits kommt Matthias Schöpf. Er bringt frischen Wind in die Angriffsbemühungen der Imster, würfelt ein wenig die Verteidigung durcheinander, aber schlussendlich trotz eines Tores per Kopf vom Christoph Gstrein in der 91. Spielminute, das leider abseits war, bleibt es beim 0:0. Bei mir jetzt da der Simon Lentsch. Simon, das heutige Spiel, wie war es für dich? Ja, es war einmal extrem heiß und wir haben uns am Anfang ganz gewartet, dass wir hier kommen sein Spiel. Nach 20 Minuten haben wir uns ein bisschen eingestellt gehabt. Sie waren eine spielstarke Mannschaft her. Wir haben alles probiert. Im Endeffekt ist alle 0-0 rausgekommen. Die Szene tat ich gerne nochmal sicher, weil so oft, wenn man heute abseits war, das kann nicht dabei sein, das glaube ich. Das zum Schluss, wir heute sind es verdient, weil wir zum Schluss mehr da haben für das Spiel als sie. Ich bin mir sicher, der Manfred wird die Situation in der Nachschau nachher in der Zeitlupe auflösen. Ich sage vielen Dank fürs Interview und noch einen schönen Abend. Danke ebenfalls. Ja, und jetzt kommen wir zum tragischen Torschützen, wenn man es so sagen will. Christoph, war es ein Abseits? Schwierig zu sagen, müssen wir nachher im Fernsehen schauen. Okay, salomonische Antwort. Beide Verteidigungen sind heute sehr konzentriert gestanden. Kann man das so stehen lassen? Ja, kann man so stehen lassen. Wir waren wenig hundertprozentige Torchancen und die Abwehren sind beide gut gestanden. Und man schießt ja als Verteidiger nicht so oft ein Tor. Kann man sich da einmal in den Allerwertesten beißen bei so einer Entscheidung? Ja, das ist natürlich klar. Man kommt nicht oft vor als Verteidiger, wenn man über den Flügel und flankt ein, wenn man mittelstreinisch in den Tor schießt und die Fahne wachtelt. Das ist natürlich bitter. Aber man kann in jedem Fall sagen, ein gewonnener Punkt. Ja, nein, kann man nicht sagen. 3 Punkte waren nicht schlimmer gewesen, war direkt das Duell. Dann waren wir ganz vorne mit dabei, so rutscht man ein bisschen ins Mittelfeld ab. Alles Gute für weiterhin. Danke fürs Interview. Danke, ciao, für dich. Ja, einer darf nach einem so heißen Tanz natürlich nicht fehlen und das ist der Trainer. Tommy, wie war es für dich? Ja, für mich war es kein heißer Tanz. Für mich war es eher so
ein lauwarmes Bier heute. Das war, ja, wir haben vom Gesamten her nicht an die guten Leistungen für die letzten Auswärtsspiele anknüpfen können. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, es war, als wir haben den Kader top besetzt. Wir haben, glaube ich, auch gut trainiert. Wir glaube auch die Woche ein paar Spieler, ältere Spieler schonen können, dass sie fit in das Spiel eingehen. Wir haben uns heute schon viel vorgenommen, aber es ist halt wenig Entscheidendes gegangen. Woran es genau gelegen ist, ist schwer zu sagen. Ja, wir haben den super Auswärtstrend, den wir gehabt haben, jetzt daheim nicht umlegen können, und das ist halt schade. Ja. Dann schauen wir halt, dass es auswärts weiterhin so gut läuft. Eines müssen wir natürlich auch noch mitteilen. Beide Mannschaften haben vergangenen Dienstag im Cup gespielt. Die 1er Mannschaft auswärts in Vils hat 2-0 gewonnen. Und die 1B war da zugange bei, hilf mir nochmal. Schönwies haben sie gespielt. Schönwies. FG Schönwies Mils heißt es richtig. FG Schönwies Mils. Und haben 3-0 gewonnen. Das heißt, im Cup geht es auch wieder weiter. Bei der 1B höchstwahrscheinlich wieder ein Heimspiel. Also auch da können sich die Zuschauer freuen, dass zusätzliche Spiele gibt hier im Gurgeltal-Stadion. Ist richtig. Dann sage ich danke fürs Interview. Einen schönen Abend noch. Und danke, Christian. Alles Gute. Ciao. Ja, und ich hoffe, wir können Sie begrüßen. In 14 Tagen, am 9.9., dort spielt der SC Sparkasse FMZ Imst gegen den SV Axams. Ich sage Ihnen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und Manfred, du hörst auf Lachen, gell?